Ein scharfer Blindgänger mit Säurezünder hält halb Osnabrück auf Trab. Während die Straßen im Evakuierungsbereich ab 19 Uhr gesperrt werden, ist die Humboldtstraße schon um 16 Uhr abgeriegelt. Ich stehe an der Humboldtstraße, nur 100 Meter entfernt von mir liegt die noch aktive Bombe. Eigentlich wollte der Sprengmeister mit uns hochgehen, aber das wäre zu gefährlich gewesen. Ja, die Straße ist leer und selbst die Anwohner dürfen jetzt nicht mehr zu ihren Häusern. Wir haben einige von ihnen befragt, wie sie das finden und wie sie jetzt auch die Zeit verbringen bis heute Abend. Ich komme also von einer Geburtstagsfeier und würde jetzt gerne irgendwie schön joggen gehen oder sonst was machen. Und ich darf einfach noch nicht mal mehr rein, um mich umzuziehen oder ein Telefon zu oder dergleichen. Ja, das ist schon schockierend, aber ich sehe die Notwendigkeit und von daher, ja, ich denke, die tun auch nur ihre Pflicht und sehr gut, dass im Interesse der Sicherheit alles so geregelt wird. Was machen Sie jetzt die Zeit über? Ja, ich werde zu meiner Tochter jetzt fahren und ja, vielleicht mich da verwöhnen lassen. Natürlich ist es schön, wenn das Haus hinterher noch so steht. Ich habe gerade gestern noch schöne Fotos gemacht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich da weiter wohnen kann. Ja, und Sie können ja, glaube ich, jetzt auch nicht mehr in Ihr Haus. Was machen Sie jetzt die ganze Zeit? Ja, die ganze Zeit. Also da bin ich jetzt so uninformiert, wie lange das denn dauern wird. Also da lasse ich mich auch überraschen. Aber wenn nicht, gibt es ja hier Hotels, Jugendherbergen. Also Sie gehen da recht gelassen rein? Ja, absolut, absolut. Nicht nur die Passanten sind überrascht. Für das OS-Team und die weiteren Kräfte vom THW und der Polizei bedeutet der spontane Einsatz Überstunden. Im Moment ist extra Personal bei uns im Stadthaus eingeteilt, um das Bürgertelefon zu besetzen. Und die müssen natürlich auch Open End bis heute Abend dann so lange den Dienst schieben. Sind wir ja auch noch nicht allzu lange hier. Gab es denn schon einige Anwohner, die so ein bisschen mit Unverständnis reagiert haben, dass sie nicht in ihre Häuser dürfen? Naja, Unverständnis ist halt überraschend für viele, ne? Und das ist halt ärgerlich, weil man hat sich den Tag wahrscheinlich etwas anders vorgestellt, als jetzt vielleicht gar nicht mehr rein zu müssen und auch nicht zu wissen, wann komme ich wieder rein. Ne? Denn Open End heute Abend heißt, keiner weiß es. Gegen 21 Uhr soll die aktive Bombe voraussichtlich gesprengt werden. Bis dahin heißt es für die Anwohner, Sachen packen und Ruhe bewahren.